sehen wir auch, dass das erlaubt ist. Ja, sie sagen hier, sie gratulierten ihm wegen der Taube. Warum haben sie das gemacht? Sie haben ihm gratuliert. Ja, nie ein Lecker mit Taube oder so. Irgendwelche Begriffe wie hier, die Tahnika, Taubatullahi alayk. Deswegen sagen die Ahlul-Ilm, es ist erlaubt, bei irgendeinem Anlass des Khair, wenn etwas Gutes stattfindet, etwas Erfreuliches stattfindet, dass man die Leute dafür beglückwünschen kann. Ja, du brauchst nicht für jede Beglückwünschung einen speziellen Delil, wo es heißt, man darf den Leuten methalan bei der Geburt eines Kindes beglückwünschen. Wenn sie erfolgreich sind in einer Prüfung, darf man sie beglückwünschen. Ansonsten ist es eine Bid'ah. Das brauchst du nicht. Wir haben ein allgemeines Prinzip, zumal das ja nicht aus, ja, das wird ja nicht getan, als Form einer Ibadah, als eine gottesdienstliche Handlung. Er macht das mit der Absicht, dass es eine gottesdienstliche Handlung ist, ein Rit, ein Ritual. Deswegen ist es legitim. Das braucht nicht immer spezifische, für jeden einzelnen Fall irgendeinen spezifischen Delil. Und auch daher diese Ausdrücke, die manche Menschen sagen nach dem Salat al-Jumma, sagt er, yataqabbalallahu mink, oder derartiges, ist das sehr, sehr fatal. Ja. Wenn er das einfach so sagt in Form eines Dua, macht das nicht, weil er denkt, das ist Sunna. Er macht es einfach so, er ist gewohnt, dass seinen Nachbarn diese Bittgebete auszusprechen. Das ist problematisch. Das ist nicht Wenn er denkt, dass es eine Art Muss ist, und das ist dann ein Irrtum von ihm. Aber wenn jemand das macht, einfach aus Gewohnheit, wie gesagt, nicht weil er denkt, das ist eine Sunna, einfach als Dua für seine Mitmenschen, das ist kein Problem.